muss sich für einen Schlag entscheiden und die Auswahl ist groß. Tops und Slices und Hooks. Es gibt nur einen Schlag, der mit dem Feld perfekt harmoniert. Der Schlag, der seiner ist. Der authentische Schlag. Und dieser Schlag entscheidet sich für ihn. Es gibt für jeden einen Schlag da draußen, der sich den Weg zu uns sucht. Wir müssen nur zulassen, dass uns dieser Schlag auch findet. Wir dürfen uns ihm nicht in den Weg stellen. Tee Time, der Golf-Podcast. Mit Jens Zielinski und Golfprofi Florian Fritsch. Und live zugeschaltet aus seiner neuen Kathedrale, Bernd Ritthammer ist wieder dabei. Hallöche zusammen. Wupp, wupp, wupp. Da müssen wir echt kurz einen kleinen Soundcheck machen, weil Bernd ist ja umgezogen und sitzt jetzt im Keller, ne? Ja, ich sitze im Keller. Also ich habe jetzt im Keller Quartier bezogen. Das ist der einzige Raum, den ich haben darf. Und es halt ein bisschen, weil es fehlen halt noch diverse Möbel, irgendwelche Game-Geschichten, die du gerade so erzählt hast. Und dein ganzes Gym kommt da rein, Hallenbad, Whirlpool. Das wird richtig geil. Ihr kriegt dann alle ein Bild, wenn es fertig ist. Geil. Also für die nächste Pandemie bin ich gewappnet. Ich muss nie wieder das Haus verlassen. Ach ja. Und damit herzlich willkommen zu Tee Time 45. Wir haben schon wieder einiges erlebt in der letzten Woche. In der letzten Folge haben wir Sophia Popov abgefeiert und ihren Major-Sieg. Wir haben probiert, sie heute zu dieser Folge wieder einzuladen. Das hat auch in der Hinsicht zumindest schon mal funktioniert, dass wir von ihr die Mail bekommen haben. Ganz tolle Idee, aber heute habe ich von 7 bis 17 Uhr ununterbrochen Pressearbeit zu leisten. Ein Interview nach dem nächsten. Und euch Nasen möchte ich heute Abend einfach nicht auch noch sehen. Deswegen müssen wir das mit Sophia vertagen. Sie hat versprochen, nächste oder übernächste Woche nimmt sie sich die Zeit. Aber schöne Grüße und weiterhin alles Gute, durchhalten. Und irgendwann kommt dann auch die Zeit, wo man das, glaube ich, genießen kann. So ein Riesensieg. Bernd, wie ist es dir denn so die letzten Wochen ergangen beim UK-Swing und bei diesem ganzen Gedöns da drüben? Ja, ich war ja 3 Wochen da insgesamt. Wir hatten ja auch die Folge gemacht, da hatte ich ja die erste Woche gespielt. Da wurde die dann, glaube ich, ausgestrahlt. Und dann waren noch 2 Wochen in Folge im Celtic Manor Resort, im schönsten Gefängnis der Welt, standen da noch an. Und war spannend auf jeden Fall und durchwachsen. Also ich habe beide Cuts gemacht und bin einmal 64. geworden und einmal 21. Und das Lustige war, dass sich die 2 Wochen komplett unterschiedlich gespielt haben. Also in der ersten Woche war der Siegesscore also relativ niedrig und in der zweiten Woche war der Siegesscore 8 unter. Okay. Genau auf dem gleichen Golfplatz. Und es lag einfach am Wind, wie so oft auf der Insel. War der dann einfach mehr oder hat er einfach nur gedreht? Er war mehr und hat gedreht. Mm. Also ein kleines Beispiel, die 18 ist ja doch eben dieses relativ berühmte Par 5, das vielleicht auch einige kennen. Das geht so ein bisschen runter, wenn man einen langen Abschlag macht, so ein bisschen runter und dann hat man das Grün, man muss über ein Wasserhindernis schlagen und dann geht so eine 30 Meter lange False Front hoch bis zur Grünkante. Das heißt also, sobald du vorne auf dem Grün landest mit Spin oder eben 1 Meter vor dem Grün, rollt der Ball 30 Meter runter ins Wasser. Und also als kleines Beispiel, in der ersten Woche konnte man, also wenn ich einen guten Drive geschlagen habe, dann konnte ich mit dem Hybrid draufschlagen. In der zweiten Woche habe ich Driver, volles Eisen 2 und volles Pitching Wedge geschlagen. Geil. Da war also ein bisschen gut. Wind, so ganz leicht, eine leichte Brise. Ich habe auch den geilsten Ballflug meines Lebens gesehen von mir selber. Ich hatte es auch auf Social Media ein kleines Video dazu erhalten von dem Herrn von Denningshausen. Und jetzt kann ich ja kurz zum Besten geben, damit man so eine gewisse Vorstellung vom Wind bekommt. Das war in Runde 3 und ich war am letzten Loch, also die zweite Celtic Manor Woche, ich war am letzten Loch und es war eben besagter Gegenwind. Und ich hau einen Treiber, hau ein volles 2 Eisen hinterher, gerade so auf die Layup-Zone. Und ich hatte 95 Meter zur Fahne und es kam dann zu dem Wind eben ab und zu mal so ein schöner kleiner britischer Schauer durch. Mm, also lecker. So ein 5 Minuten Badewanne-Schauer. Und da kam dann eben dummerweise, kurz bevor ich geschlagen habe, wieder einer. Und das heißt, wir standen da, haben uns erstmal so unter unserem Schirm versteckt und dann dachte ich mir irgendwann, jetzt musst du ja doch mal schlagen. Vor allem da vorne war es Clubhaus, ich habe quasi das Essen schon gerochen, also ich war fast fertig.
Und dann kam zumindest, was ich gedacht hatte, eine kleine Pause des Windes und des Sturms. Und dann stelle ich mich hin und denke mir, okay, 95 Meter, also nur zum Vergleich für die Zuhörer, mein Pitching Wedge geht normalerweise 125 Meter. Ich dachte mir, ich hatte eine Bergablage auch noch. Das heißt also, für alle, die es nicht genau wissen, wenn du eine Bergablage hast und so einen gelofteten Schläger in der Hand, dann geht der normalerweise flacher und dadurch bei Gegenwind, also da geht er eigentlich erst recht relativ lang. So, ich stehe da 95 Meter, denke mir, Pitching Wedge, naja, 30 Meter Wind, ja, aber viel mehr wird es dann noch nicht sein. Hat das übers Wasser geschafft? Naja, also ich schlage das Pitching Wedge und ich wusste schon, okay, also du musst schon hart hinhauen. Dann hau das Pitching Wedge vom rechten Fuß so hart wie ich kann, geht ab wie eine Rakete, also flach los, voll Richtung Fahne, dachte mir, okay, der ist auf jeden Fall drüber. Und dann kam, keine Ahnung, dann kam irgendwie eine Böe. Ja, also, und es wäre untertrieben, dann kam irgendwas entgegen. Eine Turbine. Eine Turbine und mein Ball, ich glaube ja, der war schon über dem Grün. Und dann sehe ich nur, wie er so macht. Er geht so hoch und nach links. Und kennt ihr das, wenn der Wind so stark ist, dass man in der Luft zieht, dass der Ball dir wieder entgegenkommt? Ich schon, jetzt wahrscheinlich nicht. Nee, bei solchem Wetter bleibe ich zu Hause. Ich hatte 95 Mittelgrün mit zur Fahne, die Mittelgrün stand. Das Grün ist relativ groß. Ich schlage den, der geht genau los Richtung Stock. Dann kommt diese Böe, er geht nach oben und ist am Ende 20 Meter nach links gegangen. Und ist insgesamt 60 Meter weit geflogen. Und ich hatte nur Glück, der ist nur nicht ins Wasser, weil der so weit links gegangen ist, dass da Raff war und der deswegen hängen geblieben ist. Krass. Also einfach krass. Sowas habe ich noch nie gesehen. Spannend. Auf jeden Fall, mit solchen Sachen musste man sich da gelegentlich rumschlagen. Und deswegen war die zweite Woche deutlich anspruchsvoller. Und ich habe da sehr gut gespielt und in der ersten Runde etwas geschwächelt am Ende. Und deswegen war ich am Ende 1 unter, Gewinner 8 unter. Zweiter Platz nur 6 unter, also ich war eigentlich nur 5 Schläge hinterm zweiten, aber halt dicht gedrängt, deswegen dann doch nur 21. Und ja. Dann hast du jetzt pausiert und in der Zwischenzeit hat ein gewisser Martin Keimer wieder ganz ordentliches Golf gespielt. Damit sind wir dann schon so ein bisschen in den aktuellen Geschehnissen auf der Tour. Das war ja hauchdünne zum Turniersieg letztes Wochenende und eigentlich hat er nur an einem Loch so ein bisschen, an der 17 war das glaube ich, ne? Da hat er dann irgendwie seinen Bogey noch kassiert kurz vor Ende. Das war ein bisschen schade, das wäre ja krass gewesen. Ja, aktuell scheint ja echt Großbritannien so das Land für die deutschen Golfspieler zu sein. Also Sophia Popov mit ihrem Major-Sieg. Wir hatten jetzt Mark Hammer, um dann auch mal die Amateure kurz mit reinzunehmen. Top 10 bei den British Amateur. Aline Krauter, das können wir vielleicht gleich nochmal thematisieren, gewinnt die Women's British Amateur und wird damit wahrscheinlich in den nächsten Damen-Majors mal antreten. Das ist so dieses gleichrangige Turnier mit den mit den British Amateur und damit eins der größten der Welt. Also es ist ziemlich besonders. Und sie kommt aus Stuttgart, ne? Das wollen wir auch gleich noch kurz, können wir auch vertiefen, aber müssen wir ja nicht, um halt auch diese tolle Stadt im Süden Deutschlands mit dem sensationellen Fußballverein auch nochmal an dieser Stelle gleich zu posten. Ja. Das wäre ein zu großer Schwenker, deswegen da müssen wir jetzt nicht hier diesen kleinen Abschweif da machen. Bleiben wir doch lieber beim Thema, bei den wichtigen Themen. Okay. Ja, und nicht bei so Randdingern da wie Stuttgart und so. genau. Martin Keimer. Und jetzt Martin Keimer mit seinem geteilten Ich nehme die Kurve Platz. Gerne. Genau, richtig. Und diese 17 war anscheinend so ein kleiner Dreishot-Swing. Er macht einen Bogey und Högert einen Eagle und so ein Dreishot-Swing. Das macht schon einen kleinen Unterschied. Aber eigentlich muss man festhalten, oder habe ich das nur so gefühlt, oder sehe ich das nur so, dass seitdem er wieder mit seinem alten Standard-Caddy irgendwie wieder zusammen ist, dass die Kurve wieder leicht nach oben geht? Kann das an einem Caddy liegen? Ja, definitiv. Also es gibt manche Spieler, die wechseln die Caddies, wie sie Unterhosen wechseln, um halt immer wieder ein neues Gesicht zu haben. Und dann gibt es auch wiederum Spieler wie Martin Keimer, die eher auf Altbewährtes setzen und da ziemlich konstant sind, was ihr Team anbelangt. Und Craig Connolly, ich habe die jetzt auch schon ein paar Mal erlebt, Bernd auch, die harmonieren einfach super. Also die gehen auch öfters mal abends zum Abendessen gemeinsam. Das ist etwas, was man eigentlich selten findet, dass Caddy und Spieler gemeinsam zum Abendessen gehen. Ja, im Moment eigentlich immer. Genau, richtig. Du wahrscheinlich in Großbritannien immer.
Aber eigentlich ist sowas eher recht selten und da hat sich wahrscheinlich auch schon eine persönliche Freundschaft einfach entwickelt, das über diese geschäftliche Beziehung hinausgeht und er scheint ihm einfach gut zu tun. Also das scheint dann einfach eine kleine Bubble zu sein, eine kleine Atmosphäre auf dem Golfplatz in ihrem Mikrokosmos, den sie dann haben zusammen als Spieler und Caddy, der Martin einfach hilft. Und ich sag mal so, er hat bei der PGA hat eine gute erste Runde gespielt, die zweite war ja schon echt ein bisschen irgendwie unerklärlich. Also hier und da setzt er ja immer mal wieder so kleine Ausrufezeichen. Ja, ich kann mich erinnern, letztes Jahr Scottish, Irish, you name it. Ja, also da gab es ja schon einige Turniere hintereinander, wo er öfters mal am Sieg gekratzt hat und dann am Ende in den Top 10 gelandet ist oder Top 5. Und ich glaube, die Frage wurde jetzt öfters mal gestellt in letzter Zeit. Glaubst du, Flo, dass er mal wieder gewinnt? Ich glaube, er ist einfach zu gut. Es wird passieren. Und es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit. Und jetzt ist er wieder dran, hat dieses Top-3-Ergebnis gebracht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es in der nächsten Zeit dann mal krachen wird. Diese Woche ist Valderrama. Spielt Martin da auch? Ich glaube schon, ja. Ja? Ist eigentlich ein Platz, den er gerne mag. Man sieht ihn dort öfters. Also ohne um jetzt die Teilnehmerliste zu kennen, würde es mich wundern, wenn wir ihn dort nicht vorfinden. Es gibt für Deutsche schon einen Grund, warum er da nicht spielen kann. Und das ist auch der Grund, warum du nicht da bist, ne, Bernd? Also ich meine, du hast es heute gepostet auf Facebook und auch, glaube ich, auf Instagram. Valderrama, einer auch deiner Lieblingsplätze, aber das mit dem Rückreisen wäre dann ein bisschen bescheuert in der aktuellen Situation. Ja, ist halt im Moment diese Geschichte mit den Risikoländern, was ja Spanien im Moment auch ist. Und ja, die Regeln, also es ist ja etwas undurchschaubar geworden langsam. Wird ja auch, glaube ich, jetzt dann, es gibt ja dann auch neue Regularien nach der Sommerurlaubsreisezeit. Also ich schätze, also ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwie Mitte September oder Anfang Oktober, ob da dann die Änderungen in Kraft treten. Auf jeden Fall. Im Moment ist es, glaube ich, ja so, wenn man zurückkommt aus einem Risikogebiet, dann musst du hier einen Test machen und solange du keine negativen Testergebnisse musst du eigentlich in Quarantäne gehen. Ja. Und also ich hatte das tatsächlich mit der Tour besprochen auch, weil natürlich wir Deutsche alle, also der Sebastian Heisler zum Beispiel hat auch abgesagt wegen dieser Komplikationen oder dieser schwierigen Situation. Ich hatte mit der Tour gesprochen und es gibt nämlich eine Möglichkeit, wenn man quasi mit einem negativen Testergebnis, das nicht älter als 48 Stunden ist, nach Deutschland einreist aus einem Risikogebiet, dann kannst du quasi auch rein, ohne in Quarantäne zu gehen. Und das hätte ich tatsächlich auch mit der Tour hingekriegt, weil dieses mobile Testlabor, das die haben, das wäre bis Samstagvormittag noch da gewesen. Das heißt, ich hätte Samstag früh einen Test machen können und hätte Sonntagabend in Deutschland einreisen können mit einem hoffentlich negativen Ergebnis. Aber es gibt halt trotzdem so ein paar Risikogeschichten. Ich meine, erstens mal, wäre jetzt dieses Jahr nicht das erste Mal, dass man dann da ist, irgendwie in einem Land und die Situation so eskaliert dort, dass dann auf einmal die Grenzen zu sind. Das wäre natürlich das eine. Das andere ist, es gibt so lauter Kleingedrucktes bei diesem vorgezeigten Test, den man da vorlegen muss. Der muss zum Beispiel auch, also du musst den in Englisch und in Deutsch vorlegen. Das heißt also, ich müsste vor Ort wie auch immer es schaffen, dass mir jemand das quasi auf Deutsch abtippt und dann halt auch unterschreibt oder einen Stempel drauf macht. Also es sind lauter so Sachen. Das für ein Käse. Die mich da dran haben zweifeln lassen, dass das alles so richtig smooth funktioniert. Und da ich nächste Woche ein paar Sponsorentermine habe und auch wiederum meinen Sohn in die neue Kita eingewöhnen muss, unter anderem oder darf, kann ich es mir einfach überhaupt nicht leisten, in Quarantäne zu sein hier. Also und dann habe ich mich dazu entschieden, kein Risiko einzugehen und einfach hier zu bleiben. Tee Time, na. Der Golf-Podcast. Sind wir trotzdem mal gespannt, wer da in Valderrama zuschlägt. Haken wir noch schnell die aktuellen Tourgeschehnisse ab. John Rahm, über den müssen wir auch noch sprechen. Rambo, die neue Nummer 1 der Welt. Und erst kriegt er noch Strafschläge, weil sein Ball sich bewegt hat bei irgendeinem eingelochten Birdie. Dann hat man, er wusste es gar nicht, jetzt gar nicht mitgekriegt, ne? Dann am Schluss im Interview hat die Reporterin gesagt, ja, sie haben ja nochmal zwei Strafschläge oben drauf gekriegt. Dann, was, wieso? Keine Ahnung, hat aber trotzdem nichts gebracht. Er hat dann trotzdem irgendwie dann am Sonntag im Stechen gewonnen. Im Stechen gegen Dustin Johnson, das sind eigentlich so mit die beiden Spieler, die ja aktuell um die Nummer 1 fast wöchentlich kämpfen.
Aber echt Wahnsinn. Und das scheint aktuell so immer hin und her zu gehen. Aber gerade diese Strafschlaggeschichte, Bernd, du wirst dich vielleicht auch noch erinnern an Irland 2017. Da gab es ja auch die Diskussion, hat er da seinen Ball falsch markiert und wieder richtig hingelegt bei dieser Markierungsgeschichte. Dann hat er ja auch nochmal einen Strafschlag bekommen, weil sich der Ball bewegt hat bei einem Lobshot in den USA auf der USPGA-Tour in diesem Jahr. Also er scheint häufig eine Person zu sein bei so Regelstrafschlagdiskussionen, wenn es darum geht, einen Ball wieder richtig zurückzulegen oder korrekt anzusprechen, ohne dass er sich bewegt. In den allermeisten Fällen ist er immer ungestraft davongekommen, was natürlich bedeutet, dass er das eben nicht absichtlich getan hat. Aber nichtsdestotrotz, und das sage ich jetzt wirklich komplett wertfrei, aber das kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass er als einer der aktuell prominentesten Spieler der Welt, der öfters im Rampenlicht steht, und es genauso gut Spieler geben kann, die auch so häufig da im Zentrum von Regeldiskussionen stehen, aber halt nicht so wahrgenommen werden, weil sie eben halt nicht zu den 5 besten Spielern der Welt gehören. Aber er ist dennoch sehr häufig in den letzten Monaten oder auch Jahren ein Protagonist in so Regeldiskussionen. Würdest du behaupten, das ist ein Mix aus Absicht, Unkonzentriertheit und er hat es wirklich nicht gewusst? Ich glaube, Unkonzentriertheit eher. Also diese Markierungsgeschichte ist ja eher so eine Sache, wie er hat ja in dem Interview gesagt, damals in Irland, er wollte irgendwie einen anderen Spieler einen Gefallen tun, anstatt den Marker zu versetzen, hat er ihn halt an der Seite markiert, weil die waren sich halt einig, er muss jetzt nicht komplett versetzen. Ja, also hat er gesagt, okay, markiere ich halt zur Seite und nicht korrekt dahinter. Und dann konnte halt der andere Spieler dran vorbeipatten und hat halt dann anscheinend vergessen, ihn wieder korrekt nebendran zu legen, sondern hat halt den Ball vor den Marker gelegt und hat sich halt dadurch 0,7 Millimeter weniger, also näher zum Loch gegeben. Ja, darüber kann man natürlich auch streiten, ob das jetzt schon zum Regelbruch legitimiert. Damals hat Andy McPhee gesagt, der Schiedsrichter, der sich damit befasst hat, dass John Rahm, he made an effort. Ja, also er hat sich bemüht, den Ball an seine Ursprungsposition wieder zurückzulegen. Gut, so eine Definition ist halt immer sehr, sehr komisch, weil wir alle versuchen ja, die Regeln nicht zu brechen, aber werden halt trotzdem bestraft, wenn wir das tun. Ja, von daher, das ist dann ziemlich schwammig, würde ich sagen. Dann die andere Geschichte mit dem Lobshot. Also da war es wirklich unkonzentriert halt. Ich meine, der Ball lag halt im Raff drin und so wie es aussah, auch oben auf dem Raff. Und jeder von uns weiß, wenn ich meinen Schläger bei einem Ball, der im Raff auf dem Gras oben aufliegt, Press an den Ball dran stelle und quasi ins Gras sinken lasse, ist die Chance extrem hoch, dass sich halt eben dieser Ball bewegt. Ja? Und das ist halt genau da passiert. Und dann haben wir noch die vorhin erwähnte Aline Krauter, die vom Golfclub Solitude in der schönen Stadt Stuttgart die Welt in Anführungszeichen erobert. Ja, also was ich ja echt krass finde ist, und jeder, der schon mal in Großbritannien gespielt hat, der weiß, das ist halt am Ende ein komplett anderes Golf als das, was wir spielen. Die müssen sich da mit, sag ich mal, Bounce, also mit Sprüngen auf dem Boden und mit Boden und mit Fahnen und Plätzen auseinandersetzen, die wir so hier bei uns nicht kennen. Winston Golf kommt damit am nächsten oder ich glaube auch Buda Sand auf Sylt. Aber ansonsten so einen richtig klassischen Linksplatz mit dem dazugehörigen Boden haben wir eigentlich in Deutschland nicht. Und dass wir jetzt so viele Spieler haben, die diesen Transfer so gut hinkriegen. Das finde ich eigentlich ganz spannend, weil normalerweise war meine Überzeugung eigentlich immer, wenn ich mich auf ein Turnier vorbereite, dann kann ich eigentlich nicht wirklich hundertprozentig garantieren, dass ich auch trotz einer guten Vorbereitung da auch performen werde, sondern ich kann eigentlich nur Voraussetzungen schaffen. Wie siehst du das, Bernd? Meinst du, man kann sich eigentlich so gezielt vorbereiten, dass man eine gewisse Performance-Qualität garantieren kann? Oder ist das eigentlich... Wenn du, es kommt am Ende, ist übergeordnet, ist trotzdem immer, bist du gut drauf oder spielst du gut oder spielst du nicht gut? Also du kannst dich jetzt auf eine spezielle Art von Golf so gut vorbereiten, wie du willst. Wenn du halt, wenn dein Spiel insgesamt nicht gut ist und du dein Ziel nicht triffst, dann ist das auch egal und andersrum genauso. Also ich denke, wenn man so einen Linksplatz dann vor sich hat, dann macht es sicherlich Sinn. Also ich sage mal, im Normalfall, wenn wir uns auf Turniere vorbereiten oder auch sich die guten Amateure auf Turniere vorbereiten, würde ich sagen, man spielt 18 bis 27 Loch Proberunde. Wenn man auf Bedingungen kommt, die einem jetzt etwas fremd sind, zum Beispiel der Klassiker, wie du auch sagst, Flo, wir spielen fast ausschließlich Parkland, Golf oder die meisten in Europa,
Und du weißt, du spielst jetzt dann die Women's British Amateur auf einem Linksplatz. Ja. Dann macht es sicherlich immer Sinn, etwas früher anzureisen, wenn es geht, und den Platz mindestens zweimal, vielleicht sogar dreimal oder zweimal zu spielen und einmal nochmal abzulaufen. Einfach, da geht es ja ganz viel, also ganz viele Linksplätze haben ja diese Eigenschaft, dass die Tee-Schüsse etwas merkwürdig sind, die Optik, dass man teilweise blinde Schüsse hat. Also der Klassiker ist auch sowas wie St. Andrews zum Beispiel. Wenn man das erste Mal St. Andrews spielt, vor allem die Frontline, dann hast du ja gar keine Ahnung, wo du hinschlagen sollst. Aber das ist so das, also ich finde, man muss den Platz einfach wirklich kennenlernen und klar, wo kommt der Ball auf, was macht er dann, da macht es zum Beispiel Sinn, seinen Caddy oder einen Betreuer in dem Fall vielleicht einfach vorzuschicken bei einem blinden Abschlag, zu sagen, schau mal, wo der aufkommt und wie der reagiert. Also ich denke, es erfordert mehr Vorbereitung vor Ort, glaube ich, Linksgolf, wenn man es so nicht kennt und wenn man den Platz nicht kennt, aber ich denke trotzdem, wenn man Klar, man muss natürlich schon ein kompletter Spieler sein. Du musst in der Lage sein, Bälle hoch und flach schlagen zu können, zum Beispiel, wenn es auch noch windig wird dann. Und du musst natürlich, also du musst schon dein Spiel unter Kontrolle haben. Aber am Ende, du brauchst die Linien vom Tee. Du musst wissen, wie spielt sich's ums Grün rum. Brauche ich vielleicht relativ häufig einen Putter von 20 Meter vom Grün oder mache ich viele flache Chips oder ist vielleicht der Boden gar nicht so hart, dass ich trotzdem höhere Chips oder Pitches spielen kann und die Grüns sind vielleicht gar nicht so hart. Das kann ja auch sein, weil wenn es viel regnet oder sowas. Aber ich glaube, dass du vor Ort mit, wenn du dir 1 bis 2 Tage mehr an normaler Vorbereitungszeit gibst, dann glaube ich, kann man sich trotzdem da reinfinden und ist dann da nicht irgendwie komplett überfordert. Also vorausgeht jetzt natürlich, man ist ein guter Golfspieler. Ja, aber trotzdem, Aline Krauter, jetzt haben wir über die Linkskurse gesprochen, jetzt wissen wir, wie die Plätze aussehen, wie man sich darauf vorbereitet, aber wir haben sie noch nicht so richtig hochleben lassen, finde ich, meine Herren. Hoch. Also man muss ja schon festhalten. Sie lebe hoch. Hoch. Sie lebe hoch. 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 Aline Krauter vom Golfclub Solitude in Stuttgart. Tee Time. Zieh dich um, du spielst heute Golf. Nein, mach ich nicht, Großvater. Ich spiele Tennis. Du spielst Golf und du wirst es gern spielen. Dann kriege ich wieder Asthma. Du sollst ja Golf spielen, nicht atmen. Der Golf-Podcast. Ach Bernd, wie sieht's denn aus mit deinen Hammer-Gags? Hast du mal wieder einen Flachwitz? Ich hab einen. Ich hab wieder einen Chuck Norris-Witz. Oh, Hau ihn raus. Willst du den ankündigen, Jens? Willst du den Witz jetzt ankündigen? Kündige mal den Witz an. Meine sehr verehrten Damen und Herren, viele Stunden sind ins Land gegangen, ohne dass der Originalerfinder, der Schaffer, der Creator, der Hammer-Gag, Godfather of Dings, der Mann, der eigentlich schon längst den Deutschen Comedy-Preis bei RTL hätte absahnen müssen, weil einfach keiner diese Performance toppen kann. Aber er hat sich halt leider zu früh für den falschen Job entschieden, sonst wäre es mit der Comedy Geschichte richtig losgegangen. Bernd Ritzhammer mit einem weiteren exklusiven Hammer-Gag in Tee Time 45. Applaus. Jetzt applaudiert er sich echt selber. Ich fasse es nicht. Schön, ja. Der ist aber richtig schön kurz und knackig. Chuck Norris kann blinzeln, ohne mit der Wimper zu zucken. Oh, vielen Dank. Gott. 5 Fragen an Flo. Ich werde vielleicht ein paar zu Bernd delegieren, je nachdem, wie sie ist okay. Sind. Ja, ihr könnt, glaube ich, die ein oder andere Frage gemeinsam beantworten. Wer es noch nicht kennt, ihr könnt in jeder Folge eure Fragen loswerden und Flo schießt dann seine Antworten, wie man es kennt, kurz und knapp raus. Ach so, weil wir gerade die erfolgreichsten Spieler der letzten Woche kurz abgefeiert haben. Auch ich gehöre übrigens dazu. Ich habe 30 Euro Preisgeld gewonnen beim Monatsbecher von Joe Welly. Bin ich 2. in meiner Handicap-Klasse geworden und habe ein neues Handicap. 11,7. Wow. Schaltet schon mal den Vorwärtsgang ein. Ich komme mit großen Schritten auf euch zu. Nicht schlecht. Witzig. Nicht ja. Schlecht. Respekt. So, erste Frage. Dennis67 hat geschrieben: Ich habe mir vor 5 Jahren Schläger fitten lassen. Sie sind definitiv länger als die von der Stange, aber wie finde ich heraus, wie lang länger sie sind? Gut, als erstes muss so man Bon, irgendwie so ein ja, also das Problem, das wir einfach haben, ist, dass jede Firma hat so gewisse andere Standardlängen. Das heißt, das, was bei Firma A 1 Inch länger ist, könnte bei Firma B 1 Inch kürzer sein.
Man merkt, dass ich da noch ein bisschen in der Ausbildung bin. Ich glaube, ein Standard-7er-Eisen. Ein Standard-7er-Eisen wird mit 37 Zoll Inches angegeben. So, und daran kann man sich so ein bisschen orientieren. Ich muss das aber noch mal kurz nachschauen, weil ich bin mir da nicht so ganz sicher. Man bräuchte einfach einen Zollstock. Aber ich glaube, du hast recht, 7er-Eisen ist, glaube ich, 37 Inch. Nee, Eisen 7, Referenzlänge 35 Inch. Okay, schon falsch, 35 Inch. Also, um auf die Frage nochmal konkret eingehen zu können, das kannst du eigentlich nicht wissen, weil jede Firma andere Standardlängen haben. Heißt, der bessere Tipp wäre wahrscheinlich, den Schläger einpacken und mal zu irgendeinem Golfshop oder zum Golfclub fahren und sagen, fragen, was ist das? Ja. Das kann doch der Typ dann sagen, oder nicht? Genau, oder auch bei einem guten Fitter ein statisches Fitting machen lassen. Da werden dann die Körpermaße gemessen und daraus wird dann errechnet, wie lang der Schläger insgesamt sein sollte. Und wäre die errechnete Zahl 35 Zoll zum Beispiel und der Schläger hat aber gemessen 37 Zoll, dann weiß ich, okay, ich habe eigentlich tatsächlich 2 Inch zu lang für das, was ich eigentlich bräuchte. Okay, Birdie Eagle fragt, auch wegen den Clubmeisterschaften, wir haben ja letzte Woche ja schon drüber gesprochen, ich möchte dieses Jahr richtig angreifen und habe keine Lust auf blöde Flightpartner, die mich ablenken oder irgendwie doof sind. Wie geht ihr mit Labersäcken auf der Runde um? Ja gut, in eurem Fall ist es ja was ganz anderes, weil ihr spielt ja da um richtig mächtig viel Kohle. Ich glaube, da redet man eh nicht so viel, oder? Das kann ich nicht beantworten, weil er ist ja selber einer. Achso, ein Labersack. Ja, das stimmt. Also was wir auf der Tour gerne machen ist, jeder geht halt dann in seine Bubble mit seinem Caddy und hat mit dem anderen Spieler eigentlich nichts zu tun. Der eine geht dann linke Seite vom Fairway runter, der andere die rechte Seite vom Fairway runter. Was ich aber auch schon erlebt habe, war bei einer bayerischen Meisterschaft AK16 im Golfclub Klingenburg bei Augsburg in der Nähe, dass mein Mitspieler... Platzrekord. Oh, Respekt. Habe ich, oder, also gut, hatte ich da mal. Ist schon lange her. Lang ist her mit deiner 71, da Platzrekord. 66, bei Paar 73, mein Freund. Boah, Respekt. Aber von Gelb, oder? Nicht von Weiß. Mit 16 oder so. Und mit 15 oder 16, keine Ahnung. Crazy. Da hatte ich auf jeden Fall die Situation, dass mein Mitspieler, wir waren der Zweierflight erster vorne weg, weil wir für dieses Turnier die besten Handicaps hatten. Und da hat er mir am ersten Loch gesagt, hallo, mein Name ist Beep. Ich wünsche eine erfolgreiche und konzentrierte Runde. Ich bitte darum, dass wir möglichst nicht sprechen. Wir hören uns dann an der 18 wieder. Viel Glück. Alter, was für ein Vollvogel. Entschuldigung. Naja, am Ende... Da hätte ich schon gar keinen Bock mehr gehabt. Da hätte ich an der 1 schon gesagt, schönen Tag. Genau, richtig, no return. Ne? Aber Ende ist es dann doch irgendwie so, dass man, wenn man wirklich seine Ruhe haben will, muss man auch irgendwann mal den Mut haben, auch sowas anzusprechen. Und ansonsten... ist die Art. Oder man läuft schnell, extra schnell oder extra langsam. Richtig, aber da stellt sich dann wiederum die Frage, lenkt das einen nicht zu sehr von dem eigenen Spiel ab, wenn man sich zusätzlich noch darum kümmern muss, wo stehe ich und wo steht der Vollpfosten, mit dem ich eigentlich nichts zu tun haben will. Also insofern hilft da eigentlich nichts anderes, als wenn man sagt, hör zu, ich würde mich ganz gerne hier maximal um mich und den Platz kümmern. Insofern ist bei mir jetzt 18 Loch sag ich mal, Social Distancing auf dem Plan. Und wenn du was loswerden willst, schreib mir eine Mail, ich lese sie nach der Runde. Genau. Pitt möchte wissen, was macht einen guten Schnupperkurs aus? Das finde ich interessant. Ein guter Schnupperkurs. Bis jetzt hatte ich eigentlich ganz ordentlich Erfolg mit denen, die ich geleitet habe. Da haben wir dann immer die einzelnen Bereiche gemacht. Putten, Chippen, Driving Range und dann sind wir auf einen wunderschönen kleinen Bambini-Platz bei uns auf der Anlage und haben einen Scramble gespielt. Wie heißt die Anlage nochmal? Das ist die Perle des Odenwalds Heidelberg Lobenfeld e.V. Danke, Bernd. Danke, Bernd. Du bist der Beste. Ich kümmere mich darum, dass du... Hast du festgestellt, und das könntest du in deinem Perle des Odenwalds Superclub mal gerne auch im Präsidium oder in der Geschäftsführung mal fallen lassen, wie viele auf diesem Platz spielen und die Perle des Odenwalds und Tea Time, der Golf-Podcast, auf Instagram verlinken, weil das mittlerweile ein Claim schon geworden ist. Ja. Das ist schon gelernt. Das muss in den Duden eigentlich. Eigentlich schon. Eigentlich müsste ich da so eine Trademark oder irgend sowas eintragen lassen. Ne? Das war ja auch so ein bisschen meine Erfindung, die Perle des Odenwalds. Entschuldige, was war die Frage nochmal? Ich war nämlich gerade eben beim... Ah ja, genau, was macht einen guten Schnupperkurs? Also, was definitiv Sinn macht, ist ihn... von den Spielbereichen methodisch aufzubauen. Also man fängt an mit dem Putten, geht dann zum Chippen
Und übers Chippen kann man kurz mal einen Abstecher zum Pitchen machen und dann zum langen Spiel. Und man sollte abschließen definitiv Hölzer. Lange hat man gesagt, immer nur Eisen. Aber ganz ehrlich, der Driver ist doch am Ende der größte Schläger. Und den Anfänger sollte man es so einfach wie möglich machen. Also gebe ich ihm den größtmöglichen Schläger. Ja, mit der größtmöglichen Schlagfläche. Klar, es macht doch Bock. Gleich ballern. Ja, natürlich, direkt ballern. Ja, weil ich sag mal so, der versucht es 50 Mal, zweimal trifft er ihn. Und wenn er ihn dann trifft, dann geht das Ding mal ordentlich nach vorne und dann haben wir ihn. Ja, dann hat er Bock. Und bevor es dann auf den Kurzplatz geht, wo wir dann eh nur noch pitchen machen, noch mal eine kurze, kleine, gefühlvolle Pitch-Session. Weil dieser Transfer von boah, geil ballern hin zu, jetzt muss ich einen gefühlvollen 30 Meter Pitch machen, ist manchmal etwas kompliziert. Sehr schön, Pitt, wir wünschen dir ganz viel Spaß beim Schnupperkurs. Daniela fragt, Laser oder Uhr, welcher Entfernungsmesser ist besser? Laser. Danke. Driver 2000 möchte wissen, was? Was will denn der Driver 2000 wissen? Da musste ich kurz zweimal hingucken, weil da steht tatsächlich, wie sick sollte ein Griff sein. Ich glaube, wir wissen, wie dick sollte ein Griff sein. Gibt es da eine Formel oder muss ich mich vermessen lassen? Kann man das selber irgendwie rausfinden? Es gibt tatsächlich eine Formel und zwar, Gott, jetzt, man misst Handwurzel, ja, also Handwurzel, Übergang zum Handgelenk, zum längsten Finger, ja, und setzt das ins Verhältnis zu der Länge des längsten Fingers. Und daraus leitet man dann die Griffgröße ab. Ah, ja. Das ist, das wird Bernd auch noch mal kennenlernen in der Ausbildung. Das nennt sich Fitting M1, M2 Position. Fünf Fragen an Flo. Wenn ihr für die nächste Folge schon eine Frage habt, die euch auf den Nägeln brennt, dann schickt sie uns über Instagram, Facebook oder unsere tolle Homepage t-time.golf. Zwei Sachen haben wir noch. Einmal die Players Playlist. Da halte ich mich zurück, da habe ich ja schon genügend Gedisse abbekommen. Ja, mit dem Stern des Südens hast du da letzte Woche echt, also müssen wir aber jetzt auch nicht vertiefen. Sehr stark, Flo, übrigens, ja, sehr stark. Genau, und dann haben wir noch heiße News zum Thema. Es wird doch noch stattfinden, das Tee Time Golf Camp 2020, aber vorher noch schnell die Players Playlist. Tee Time. Die Players Playlist. Ich habe einen Song diese Woche im Radio gehört, den möchte ich unbedingt draufhauen, weil der, glaube ich, auch ganz cool passt, um sich vielleicht zu den Clubmeisterschaften oder den nächsten anstehenden Turnieren richtig aufzuwärmen. Blur, Song 2. Da ist okay, das Auto weggeflogen. Yeah. Kommt auf die Liste. Ich bin ja so ein Typ, ich mag ja so gegebene Anlässe bei der Songauswahl. Und deswegen nehme ich von Gene Kelly Singing in the Rain. Oh, das muss ich ja eigentlich direkt mit ein bisschen Power kontern. Ich hoffe, dass es noch nicht auf unserer inzwischen doch angewachsenen Players Playlist drauf ist. Und zwar würde ich nehmen Michael Jackson mit Beat It. Auch für die Clubmeisterschaft. Just Beat It. Die Players Playlist auf Spotify. Und dann, wir hätten es ja fast nicht geglaubt, dass das tatsächlich noch irgendwie mal spruchreif wird. Aber nachdem wir im Frühjahr leider Italien absagen mussten, danach mussten wir St. Leon Roth absagen, wegen so einer komischen Pandemie, gibt es tatsächlich doch noch eine Chance, dass wir 2020 gemeinsam mit euch da draußen ein nächstes Tee Time Golf Camp durchziehen werden. Die Location könnte man kennen. Die Location ist in Deutschland. Die Location hat in den letzten Folgen schon mal stattgefunden. Da waren wir nämlich erst vor ein paar Wochen. Vielleicht waren wir auch genau deswegen dort, aber wir durften ja noch nicht drüber sprechen. Das Tee Time Golf Camp 2020, geplant im Oktober in Bad Griesbach, im größten Golfresort Europas. Es ist fantastisch. Und nicht wie jeder gedacht hätte in der Perle des Odenwalds. Ja. Das tut mir auch fast ein bisschen leid. Ja, das müssen wir vielleicht danach für nächstes Jahr auf jeden Fall mal andenken, dass wir auch die Perle des Odenwalds dementsprechend, ich meine, mein Gott, da muss man doch unbedingt mal gewesen sein. Genau, jetzt machen wir aber die Perle des Rotttals. Oh ja, stimmt. Das schöne Rotttal. Die Perle des Rotttals in der Nähe von Passau. Es ist ein bisschen für den einen oder anderen wahrscheinlich weit, weil es halt wirklich die unterste
rechte Ecke des Landes ist. Das ist leider so. Aber wer noch nie in Griesbach war, guckt es euch mal im Internet an. Das ist krass. Also du kannst eine Woche Urlaub machen und spielst jeden Tag einen anderen Platz. Und zwar wirklich auch vom Gelände her einen anderen Platz. Dort fanden die Porsche European Open statt. Da hat Flo 2016 im Fast-Final-Flight, das war der vorletzte Flight, richtig? Ja, das stimmt. Mit Herrn Wiesberger und Herrn Keimer gespielt. Ich habe dort die Platzreife gemacht. Also einen schöneren Ort kann man doch eigentlich gar nicht in Deutschland finden, um ein Tea-Time-Golfcamp durchzuziehen. Und der Kracher ist, an dem Termin, den wir jetzt eingekreist haben, 16. bis 18. Oktober, muss einer von uns dreien dort unten auch sein, nämlich der Bernd. Nicht wegen uns, sondern... Willst du selber sagen? Schnupperkurs. Ja, hat Schnupperkurs, genau. Bernd hat Schnupperkurs in Bad Griesbach. Das wird großartig. Also ich erkläre es mal kurz. Ich habe das auch tatsächlich öffentlich gar noch nicht so wirklich gesagt, aber ich habe mich entschieden, dieses Jahr die PGA-Assistentenprüfung abzuschließen oder zu probieren. Und die ist in Bad Griesbach im Oktober. Und das ist quasi, der Flo darf mich immer gern berichtigen, weil der Flo ist da ja der absolute Experte in diesem ganzen Bürokratie und Ausbildungswahnsinn. Normalerweise dauert die Ausbildung zum Golflehrer bei der PGA of Germany 3 Jahre. Dreieinhalb Jahre. Wenn man aber, wie ich, schon eine Zeit lang aktiv gespielt hat, dann kann man quasi das erste Jahr überspringen, indem man diese Prüfung ablegt und besteht. Und diese Prüfung, dachte ich mir, jetzt wo Corona ist und irgendwie alles dieses Jahr für den Arsch ist, was wir machen, dachte ich mir, machst du einfach mal, also probierst du einfach mal, weil wenn ich die dann bestehe, was ich natürlich hoffe, dann habe ich das schon mal gemacht. Und kannst mit mir Schnupperkurse machen. Und genau, kann Schnupperkurse machen. und sollte dann, wenn ich mich dann doch irgendwann mal entscheide, tatsächlich die komplette Ausbildung zu machen, dann könnte ich das eben in verkürzter Form machen. Und deswegen dachte ich mir, jetzt machst du im Herbst mal diese Assistentenprüfung. Und es ist zufälligerweise genau die Tage, wo hier die beiden absoluten Vollexperten da irgendwie ihre komische Klinik da machen. Du kannst natürlich auch dann sehr gerne dazukommen, Bernd, weil du wirst natürlich deine Prüfungen haben. Wenn ich nach der Prüfung komme, ich mal schnell rüber. Genau, du wirst natürlich deine Prüfungen haben, aber das nicht 4-5 Tage am Stück, jeden Tag 10-12 Stunden, sondern du wirst auch mal ein bisschen Freiraum dazwischen haben. Und dann kannst du natürlich sehr gerne bei mir hospitieren, wie das mit so... Den ich unbedingt natürlich... mit euch verbringen. Ja, natürlich, mit wem denn sonst? Ich bitte dich. Aber ihr sagt mir einfach immer, wann ihr essen geht mit der Truppe und dann komme ich immer zum Essen. Weißt du was, Bernd? Wir werden im Vorfeld mal zusammenkommen. Hallo? Wir machen da Sport. Genau, und wir werden mal zusammenkommen, Bernd, und ich werde dich mal, das kann dann Jens aufnehmen, in der Kunst der Einzellehrprobe im Beginnerbereich ausbilden. Oh yes, da freue ich mich drauf. Was musst du denn jetzt bei der Prüfung machen? Also was wird da abgefragt oder was musst du bringen? Ich weiß es nicht so genau. Bernd, das ist nicht dein Ernst. Du hast in eineinhalb Monaten Prüfung, du hast keinen Plan, was dran kommt. Ja, also ich habe die Lernunterlagen schon runtergeladen. Ja, super. Sehr gut, das ist sehr gut. Und ich habe auch schon alles abgegeben, also ich bin berechtigt teilzunehmen. Ich habe auch schon einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht vor einiger Zeit, den muss man auch vorlegen. Aber wie genau vor Ort, das habe ich wieder vergessen, werde ich mich jetzt dann doch die nächste Woche mal damit beschäftigen. Pass auf, Bernd, du hast eine schriftliche Prüfung bestehend aus Materialkunde, Wettspielorganisation, Technik und Sportwissenschaft? Nee, Golfgeschichte. Du wirst... Golfgeschichte, das hast du mir letztes Mal erzählt, das habe ich nicht glauben wollen. Golfgeschichte, du musst wissen... Was muss man da wissen? Wann der DGV gegründet wurde, seit wann es die Majors gibt, wer die aktuellen Sieger sind, Ryder Cup, seit wann es den gibt und so weiter, Golfgeschichte, warum der so heißt, wie er heißt. Solche Dinge. Man muss ein bisschen was zu der Liga wissen, weil das kann man ja auch nachvollziehen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin ein Trainer, komme irgendwo hin, übernehme eine Mannschaft und die sagen, hey, cool, DGL. Und ich sage als Trainer, boah, nee, kein Plan, was ist das überhaupt? Dann ist es irgendwie doof. Ja, dann funktioniert das nicht so ganz. Dann kommt auch noch dazu Sportwissenschaft und Trainingslehre. Da wirst du im Rahmen einer mündlichen Prüfung abgefragt. Da darfst du dann auch einen kleinen Vortrag halten, 5 bis 10 Minuten über ein Thema deiner Wahl. Kann ich das über Star Wars machen oder so? Oder... Ja, du kannst es gerne über Star Wars erklären. Ja, okay.
Also du kannst zum Beispiel sagen, Obi-Wan Kenobi hat das Laserschwert schwach, also flach weggenommen. Hat seinen Griff ein bisschen schwach am Laser. Genau, richtig, so kannst du das machen. Und quasi Yoda ist ein Caddy, ja, und gibt halt immer guten Rat, ja, also so in diese Richtung kannst du ja gehen. Okay, und, spannend. Genau so, und dann kommt natürlich noch eine Demut, also da musst du dein Können unter Beweis stellen, da musst du das halt... Das wird natürlich das Schwierigste. Genau. Dann musst du auch noch mal einen Kursspielschlag demonstrieren und erklären, wie man den spielt. Und dann kommt noch die Einzellehrprobe. Da musst du, ich glaube, 30 oder 45 Minuten lang einem Anfänger Einzelunterricht geben. Na gut, aber de facto sind wir alle am gleichen Wochenende in Bad Griesbach. Und um jetzt nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer auch das Wichtigste nochmal rauszupusten. Datum wäre 15. Oktober anreisen. Ab dem 16. würden wir sozusagen trainieren. Also was heißt sozusagen, wir würden trainieren. Genau, aber man muss sagen, man kann am 15. anreisen, wenn man von weiter her kommt. Offiziell haben wir so geplant, dass wir am 16., das ist ein Freitag, nachmittags anfangen, dass auch die Freitagvormittag vielleicht aus der Nähe kommen und noch arbeiten müssen, da auch rechtzeitig da sein können. Also die aktuelle Planung sieht so aus, dass wir von Freitag, das dürfte der 16. Oktober sein, ab so 15 Uhr loslegen und offizielles Ende ist dann Sonntag, der 18. Oktober, so gegen 17 Uhr. Und dann kann auch jeder wieder nach Hause. Also ein etwas ganz wenig verlängertes Wochenende unten in Bad Griesbach mit ein bisschen Golf. Ja. Und Unterricht von Bernd. Herrlich, super. Mehr Details dann demnächst auf unseren ganzen Social-Kanälen. Aber wer sich schon mal im Kalender umgucken will, ob er da Zeit hat, 15. bzw. 16. bis 18. Oktober im schönen Bad Griesbach im Rottal. Ich freue mich drauf. Richtig. Das wird ein Riesengaudi, wird das. Abschließend, Bernd, weißt du, wo du heute vor einem Jahr warst? In Hamburg wahrscheinlich. Was ist heute? Heute ist Dienstag. Ja, da war ich gerade auf der Proberunde. Ja. Wahrscheinlich. Na, jetzt nicht mehr. Nee, um die Uhrzeit nicht vielleicht. Das ist nämlich jetzt echt schon wieder ein Jahr her. Aber ja, gute Erinnerung und sehr, sehr schade, dass es nicht stattfindet dieses Jahr. Großartig. Das war jetzt noch die Brücke zu den Porsche European Open, die ja früher mal in Bad Griesbach stattgefunden haben, dann nach Hamburg gegangen sind und Bernd da letztes Jahr, und zwar eigentlich jetzt dann so am Wochenende vor einem Jahr, kurz davor stand, das Ding zu knacken. Aber ganz kurz davor. Verdorri nochmal. Aber es war schön. Kommt schon wieder. Großartig. Kommt schon wieder die nächste Chance. Wann greifst du wieder an? Ich bin jetzt die Woche, nächste Woche noch zu Hause und spiele dann die Open de Portugal. Das ist wieder so ein Dual-Ranking-Turnier zwischen European Tour und Challenge Tour. Das, was quasi in Österreich jetzt zwei Wochen war, im Juli. Mhm. Und danach spiele ich dann die, ich weiß gar nicht, wie es heißt, neues European Tour-Turnier in Nordirland. Das auf dem Galgorm Castle Resort ausgetragen wird, witzigerweise. Also kennen Flo und ich schon on der Challenge Tour. Da wird schon seit Jahren ein sehr, sehr cooles Challenge-Turnier ausgetragen. Witzigerweise spielen die diese Woche da auch wieder. Und in drei Wochen ist auf dem gleichen Platz dann die European Tour. Also dieses Jahr sind wirklich lustige Konstellationen zusammen. Aber da spiele ich, das heißt, ich spiele an Portugal und dann Nordirland die zwei Wochen. Und es wurden mal wieder neue Turniere. Ich habe eine E-Mail gekriegt von der Tour. Nee. Ah, nicht von mir und weitergeleitet? Nee. Es gibt zwei neu announced Turniere im November auf Zypern. Nein. Auf Zypern? Geil. Also sehr spannend auf jeden Fall. Die Tour ist weiter fleißig dabei, Turniere aus dem Boden zu stampfen. Cool. Schau mal. Ja, mal gucken. Also ich war noch nie auf Zypern tatsächlich. Wäre auch ganz nett bestimmt. Nee, lohnt sich. Also Golfplätze habe ich damals mir noch nicht angeguckt, als ich da war, aber die Insel an sich, das ist schon spannend, das ist ganz nett. Außerdem ist da zu der Jahreszeit bestimmt auch noch schön lecker warm. Von daher gesehen, alles richtig gemacht, wenn es denn dann soweit ist. Meine Herren, das war wieder illust. Wir haben über eine Stunde gequatscht, was wir schon lange nicht mehr gemacht haben, aber es gab auch viel zu bereden. Nächstes Mal gibt es neue Details rund ums Tee Time Golf Camp oder auch die Tee Time Klinik, wie auch immer. Dann werden wir vielleicht Sophia Popov zu Gast haben. Wir bleiben da für euch weiter dran. Und ansonsten wünschen wir allen vor allen Dingen ganz viel Glück bei den diversen Turnieren, die jetzt noch anstehen, auch in einzelnen Clubs. Und freuen uns schon auf Folge 46. Dann steuern wir ja schon mit großen Schritten Richtung unserem 50.
Und wenn wir es nicht ganz blöd anstellen, könnten wir die 50. Folge tatsächlich in Bad Griesbach aufnehmen. Wow. Hm. Dann werdet ihr, wenn ihr beim Tea Time Golf Camp dabei seid, dann werdet ihr sogar noch Geburtstagsparty-Gäste. Cool. Da wäre ich ja dann quasi auch dabei. Ja, klar. Das kann man sich nicht entgehen lassen. Da lasse ich mich dann über die blöde Prüfung ein paar Stunden vorher aus. Mathe war wieder scheiße. Na gut. Mann, Mathe, ich wusste doch, ich hätte mehr in Algebra investieren sollen, ja. Nicht nur Geometrie. Hinterher ist man immer schlauer. Lasst mich mit Algebra und Mathe in Ruhe. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Es war ein Erguss, wie immer mit euch. Ich wünsche euch was. Viele Grüße nach in den Keller von Bernd und in diese kleine Regionalstadt da unten in Süddeutschland. Und bis demnächst, gell? Ciao. Süddeutschland ist, glaube ich, Mallorca. Bis bald. Auf Wiedersehen. Schreibt uns, liked uns. tea-time.golf. Tea Time, der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tea Time. Tea Time ist eine Produktion von Pod Ever. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf podever.de.